Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Nachtragsvideo oder besser gesagt zu dem ersten Map, die mir zugesendet wurde zum 100 Abonnenten Special. Ihr habt immer noch Zeit, weitere Welten einzuschicken. Bis zum 26. diesen Monats, glaube ich, geht's noch. Ja, der Herr Werte The Rom Rick, wenn ich den jetzt mal so richtig ausspreche, sein Videokanal steht auch in der Videobeschreibung. Der hat mir hier seine Welt geschickt und mit Schildern und so ausgekleidet, um mir den Weg durch seine Welt zu erleichtern. Und ja, ich würde sagen, wir schauen halt einfach mal diese Welt hier an. Das Ganze nennt sich jetzt Let's Play Your World. Und wir starten hier in einem Bettenlager, wahrscheinlich das dänische Bettenlager. Willkommen auf meiner Welt. Bevor wir bitte alle Anweisungen auf den Schildern machen wir sowieso. Alles gebaut und keine Cheats. Monster bitte ausschalten. Ich glaube, die sind bei mir eh nie on. Außer wenn ich gerade mal irgendwie Monsterfalle bin. Das kommt nicht so oft vor, weil ich ja alles habe. Oben habe ich für dich eine Geschenkekiste bereitgestellt. Ja, das freut mich doch sehr. Und wo sind wir hier? Sieht ein bisschen aus wie auf einem Schiff. Das überall Kisten mit Wolle beinhaltet. Cool. So, aber wir sollen ja nach oben gehen. Das heißt, wir machen das auch. Das ist alles für dich. Cool, eine Map und nichts zum Abbauen. Und es wird Nacht. Wenn ich das so im Bilde habe. So, ja, das kommt dahin, braucht man eh nicht. Ein Bett. Genau, ich vermute mal, dafür ist das Bett gedacht. Und WTF, was ist denn das? Lass mich da durch. Steht da nix. Alter, sieht das fett aus. Sowas hatte ich auch mal in einer Welt. Die Welt habe ich dann wieder gelöscht. Leider. Ein kleines Haus. Mann, ich will das fette Werksgebirge-Kackteil sehen. Ich mach mal kurz auf Aufnahme stoppen und dann gleich wieder starten, weil dann müsste es fertig geladen sein. So, und zack, 2 Sekunden später ist die Welt geladen. Und fucking awesome ist es. Das sieht mal echt fett krass geil aus. Das ist eine schöne Map erwischen. Und jetzt legen wir uns erstmal schlafen. Ich trinke wieder einen Schluck. Wunderbar. Schauen wir doch mal hier. Ah, ein Arnold. Was ist denn das? Cool, ein goldener Helm. Lalalala. Master Chief hat jetzt einen goldenen Helm auf. Sieht man auch nicht alle Tage. So. Also. Das war's jetzt mal, denke ich mal, vom Schiff. Du kannst zu diesem Haus fahren, musst aber nicht. Wir fahren zu allem. Verdammt. Wir schauen uns alles an, was du je gebaut hast. Und das Schiff sieht cool aus. Links. Ich vermute mal, das soll sowas wie ein Hafen sein. Oder Anlegesteg. Ich raste einfach mal voll Kanne dagegen. Ich wollte hier eher das Boot kaputt machen, aber egal. Was haben wir denn hier? Ein Lagerfeuerplatz. Das sieht auch mal sehr nice aus. Und eine kleine Hütte mit ein paar Nackten, die sich da baden. Nur eine Mine. Ja, Minen schauen wir uns jetzt mal nicht an. Denn das glaube ich wird. Und das Boot sieht echt krass aus. Und die Map da hinten sieht übelst fett aus. Wir könnten ja tauschen. Aber ich habe schon so viel in meine Map investiert. An Zeit und Geld und harte Arbeit und was weiß ich. So, jetzt ist bloß die Frage, wie wir wieder hochkommen. Ich hätte vielleicht zuerst mal die anderen Schilder auch lesen sollen.
Da ist eine Reling. Aber wir haben jetzt auch nichts da, wo wir wieder hochgehen könnten. Es ist natürlich ein bisschen suboptimal. Aber ich denke, wir fahren jetzt einfach mal dahin. Hafen, Boot. Ich denke mal, das könnte man durchaus so verzeichnen. Ist ja Wayne. Wir müssen da hoch zu dem kleinen Hafen und das Boot sieht sehr geil aus. Oder das Schiff. Vor allem von hier in der Mitte. Ja, hat was. So, was haben wir denn hier? Eine kleine Kistenansammlung, wo nirgendwo was drin ist. Und das finde ich ja konsequent. Dann schauen wir doch einfach mal hier weiter, wo es überall hingeht. Hier ist jetzt auch kein Schild irgendwo, aber da oben sind wieder Schilder. Den Weg als letztes nehmen. Okay. Dann nehmen wir den Weg eben als letztes und wo kommen wir denn hier hin? Hotel Bar Schwarze Keule. Cool. Mit einem eigenen Teichboot. Und hier eine sehr schön angelegte innenauskleidbare blablabla. Zimmer 1. Coole Regale. Gute Idee. Hat der auch irgendwie was? Weißt du was? Dem schenken wir jetzt so einen Fisch. Falls er das nächste Mal Hunger hat, hat er einen gebratenen Fisch. Und da haben wir das Hodenkrebscreme-Zeichen. Ich hoffe, es kommt nicht mal noch ein Bild dran, das vielleicht nicht so zum sehenswert ist. Das ist auch mal cool. Oder sind das Unendliche? Nee. Da hat er Fleisch gebraten. Da ist die Waschküche, behaupte ich jetzt einfach mal. Teller. Wow. Krasse Scheiße. Ja, also ich sehe schon, du legst hier sehr viel Wert auf Details. Gefällt mir. Allerdings, dass in dieser Truhe nichts drin ist, also da gehört unbedingt ein geratener Fisch rein. Ich meine, wo sind wir denn hier? Sind doch hier neben See da. Okay, wo geht's jetzt hin? War's das schon? Oder geht's hier noch rundherum irgendwo hin? Dim, 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 dim. Und die Blumen sind sehr symmetrisch angeordnet, das merke ich schon. So, und ich vermute mal, dass wir jetzt den Weg hier nehmen sollen, oder? Schauen wir doch einfach mal, wo es hier hingeht. Ich vermute mal, dieser Fluss geht zu dem anderen Haus hin. Ich weiß, ich soll auf dem Weg bleiben, nicht, dass uns der böse Wolf angreift, aber ich mich interessiert, wo der Fluss herkommt. Okay. Okay. Hier müsste mal wieder der Gärtner durch. So. Ich bin richtig aufdringlich. Ja, weiß auch nicht. Hier hat wohl ein werter Herr Holzfäller irgendwie ein paar Bäume gefällt. Sieht auch sehr cool aus. Bloß leider muss ich leider daran erinnern und vielleicht sogar leider auch damit. Wow. Wir haben nichts gesehen. Wir sind immer noch brav hier und ich habe nichts gesagt. Ich wollte auch nichts sagen. Was haben wir denn hier? War wow, ein Setzling. Ja, da muss man sofort einen Baum setzen. Dann gehen wir jetzt da einfach mal schnell da wieder zurück und tun so, als hätten wir nichts gesehen und nichts gehört. Lalala. Und ich habe irgendwo einen Hund gehört. Schaust du mir gerade auf die Brüste? Ja, das durchaus möglich. Auf dem Hiller bei Gilchenbach, Lützel, Leuchtturm. Zuerst geht's zum Leuchtturm. Okay, dann geht's zuerst zum Leuchtturm. Pfui!
Eine sehr schöne Unterwasserlandschaft. Auch wenn mir die U-Bahn-Art nicht so gut gefällt, denn ich bin ja eher so derjenige, der es lieber offen hat. Ja. Ding, ding, ding. Wieso machst du da überall Hebel hin? Ist zwar billiger als Western Torch, stimmt schon. Muss ich dir andererseits auch wieder recht geben? Was haben wir denn hier drin? Ein Minecart. Cool, das nehmen wir uns jetzt auf alle Fälle mal mit. Und dann schauen wir mal, wo es hier jetzt hingeht. Ich vermute mal, das wird der Leuchtturm sein. Eingang. Fackeln, Fackeln, Fackeln. So, jetzt sind wir on the top of the hill. Und da sehen wir den Leuchtturm, der bestiegen werden kann, der auch ein Bett drin hat. Alter, du hast echt zu viel Kohle. Ich glaube, so viel hab nicht mal ich, dass ich überall Kohle reintun kann. So. Ja, wenn wir jetzt halt auf Fahr werden wären und keine Wolken hätten, würde es hier mit Sicherheit nochmal dreimal so fucking geil ausschauen. Aber allein dieser Gebirgskettenzug, da sieht schon geil aus. Und ich hoffe, dass wir jetzt da hinkommen werden. Denn ich will das sehen. Ich will die pure Epicness genießen. Ja. Überhaupt kein Problem. Ja, überhaupt kein Problem. Solange man schnell genug hier unten ist. Cool, jetzt stehen hier zwei Minecarts. Dann haben wir jetzt eben zwei und fahren wieder da mit zurück. Und hinab geht's in den Tunnel. Ja. Da bin ich im Moment auch gerade wieder bei meiner Joe-Welt dabei, einen neuen U-Bahn-Tunnel zu bauen. Denn ja, gewisse Maßnahmen müssen ergriffen werden, um die gewünschten Ziele zu erreichen. So, auch hier musste der komplette Berg durchlöchert werden, vermute ich mal. Zuerst geht es mit dem Minecart ins Ungewisse. Joa. Ich freue mich bloß, wenn ich mich jetzt da reinsetze, dann haut das Ding mit Sicherheit ab. Ja. So, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir da. Kohle, Kohle. Wieso baust du die Kohle nicht ab? Cool, wir haben Spitzäxte. Lololo. Was gibt's hier drin? Steine, wieso ordnest du die so lustig an? Und wieso setzt du deine Minecarts immer so, dass man ja eigentlich doch ganz gut hinkäme? Alter, was machst denn du hier? 5 Diamanten. Cobblestones. Und Kohle baut er schon gar nicht mehr ab. Das finde ich auch cool. Das habe ich bei meiner ersten Welt auch gemacht. Ich habe nie mehr Kohle abgebaut. Und warum zum Henker ist ja Wasser drin? Ich glaube nicht, dass das von dir beabsichtigt ist, oder? Ist das von dir beabsichtigt? Ich werde dir doch mal kurz den Gefallen erweisen und das Wasser hier beenden. Denn ich kann mir absolut nicht vorstellen. Also, ja. Oder? Nee. Das war keine Ahnung, was es sein soll. Aber ich bin absolut davon überzeugt, dass es nicht geplant war. So, auch wenn du gesagt hast, dass wir uns eher nur die Sachen nehmen sollen, die am Anfang da sind, bin ich doch auch dafür, dass wir uns gelegentliche Sachen mitgehen lassen, sozusagen. Und ich frage mich, was das mal gewesen ist. Vielleicht ein Haus von irgendwelchen Römern? Oha. Jetzt geht's da runter. Schauen wir mal, was uns da unten erwartet. Alter. Alter, 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 Alter. Was machst du da mit mir? Das muss ich mir nochmal anschauen. Das sah sehr mit TNT geused aus. Hast du da TNT verwendet?
Naja, obwohl so schlimm sieht das gar nicht aus. Aber diese Fallding, das war ein schöner Moment, ja, muss ich offen zugeben. Ich habe mich seit langem nicht mehr so doll amüsiert. So, dann gehen wir mal hier die Treppen hoch. Oder besser gesagt die Leiter, um es politisch korrekt auszudrücken. Aha. Ich gehe dann auf, ich gehe hinauf. Ich bin Master Chief, oh ja. Halo 4 wurde angekündigt, bestätigt, was auch immer. Eher bestätigt. Und ein Trailer wurde gezeigt, sozusagen. So. Da geht's lang. Hinter dir geht's lang. Okay. Überraschung. Dann werden wir mal den ganzen Kiesweg entlang stapfen. Und da sehe ich schon wieder ein Haus. Ein neues Haus. Tempel Minenausgang. Zuerst solltest du den Tempel besuchen. Ist das der Tempel? Ist das der Hümpel? Tempel, ja, dann wird das wohl der Tempel sein. Dann gehen wir mal zu dem Tempel. Der krass aussieht schon mal von hier. Überhängend. So. Und du hast da schon wieder so geile Berge und ein What the fuck Berg hast du auch. So. Ein über Baum. Ein über einen Baum zu erreichender Tempel. Das gefällt mir. Solltest vielleicht einfach noch so ein paar Löcher machen, damit ein paar Leute, die das dann auch spielen, so. Oh! Da. So reinfallen. Aber gut, dass du es nicht schon davor gemacht hast, weil sonst wäre ich garantiert fünfmal hineingefallen an der gleichen Stelle. Ich so, hoppala, hoppala. So. Sieht aus, als wäre es so ein kleines Hütchen, das hier sich sehr gut einspielt in die Umgebung. Bloß das Dach ist ein bisschen komisch. Muss ich jetzt mal so offen zugeben. Schauen wir mal zu dem anderen Tempel. Ich vermute mal, dass das eher der Tempel ist. Und der sieht schon mal krass aus. Auch wenn hier noch ein paar Sachen abgehen, glaube ich, oder? Fenster, Fenster, Doppeltür, Fenster, Fenster. Aber er hat auf alle Fälle was. Und da sind wir, soweit ich weiß, vorher durchgefahren und der Berg sieht mal echt fett aus. Wow. Du hast echt eine krasse Landschaft. So, runter gehen können wir auch noch. Können wir runterspringen auch? Überleben wir das? Oh, vier Kakteen. Boah, Gott sei Dank, mein Leben ist gerettet. Puh. So. Dann begeben wir uns mal wieder nach oben. Und schauen uns doch mal hier weiter um, denn er hat ja gesagt, wir sollen uns zuerst den Tempel anschauen und dann darüber gehen. Also begeben wir uns wieder hinab in das Reich des Ungewissen. Jump! Jump! Jetzt ist mein Helm wahrscheinlich gleich im Arsch. Ja, er musste schon einiges mitnehmen. Mit sich, ja, ertragen, was auch immer. Ah, ich glaube, da sind wir zuerst rausgekommen, oder? Ah ja, hier ist das Minecart mir abgehauen. Gut, Tempel, Turm, Wohngebiet. Dann gehen wir doch mal zum Turm, Wohngebiet. Ich vermute mal, das ist das Wohngebiet. Mit dem Turm. Wow. Ein Bett. Ja, kann man durchaus so lassen. Sieht bloß ein bisschen langweilig aus. So, innen drin. Von außen sieht er gut aus, aber innen drin ein bisschen kahl. Karl. So. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass du mir hier noch einiges mehr zu zeigen hast. Oh, ein Schild. Boah, geil. Diesen Weg zuletzt gehen. Okay. Hier geht's nur zum Baumplantage. Egal, ich will das sehen.
Ich will sehen, wie du deine Bäume pflanzt. Ich will sehen, wie du deine Bäume begießt, bestäubst. Okay. Ah. Okay. Ich dachte eigentlich, dass du das Wald-Baumholzgebiet eher quasi unterirdisch machst. Da gibt es ja auch einige, die das immer machen und dann Ewigkeiten mit so Erdedreck nach unten bauen müssen, um dann unten die Grasfläche zu bekommen. Aber so geht's natürlich auch. Weg auf den Turm und Bauernhaus. Was sollen wir zuerst nehmen? Erstmal auf den Turm. Aha, du arbeitest ganz gerne mit Bäumen. Spring, zu spät. Hier hoch. Wir sollen nach rechts gehen. Eindeutig nach rechts. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Nach links wäre ja viel zu offensichtlich. Yay, wir sind da. Und haben jetzt eine Aussicht rundherum, um das Gebiet im Überblick zu behalten. Du hast jede Menge Blumen, die du nicht abgefarmt hast. Würde ich auch nicht machen, weil was will man schon mit gelben Blumen? Außer sie wieder neu pflanzen. Tju. So, dann schauen wir doch mal noch zum Bauernhaus. Meine Leertaste ist mit Sicherheit irgendwann mal die erste Taste, die kaputt geht. Weil ich die ganze Zeit immer nur springe. Oha. Du hast ganz schön viele bissige Hunde, die Einbrecher fernhalten sollen wahrscheinlich. Ja, hallo Schnuffi. Denn, soweit ich weiß, greifen einem die Hunde an, auch wenn ich jetzt mit seiner Welt spiele. Denn wenn ich jetzt ihn aus Versehen angreife, genau, und ich kann ihn nicht zurück resetten, dass er mit mir kommt. Das ist entweder ein Bug oder so gewollt, aber ich kann es nicht ändern. Du hast Getreide und Bambus. Das gehört zum Bauernhaus dazu. Das stimmt, da finde ich es absolut korrekt. Und du hast Herdplatten aus Holz. Ja, warum nicht? Ah, okay. Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Getreide, Getreide. Eier, cool. Master Chief braucht zwei Eier. Ein Ei dahin und ein Ei dahin. So, Master Chief ist bepackt mit zwei Eiern. Mit den fettesten Eiern, die es gibt. So. Und jetzt spielen wir doch mal mit so ein paar Hündchen da. Hey! Und schaut euch mal diese halunkische Bewegung an, die so ein Hund machen kann. Wenn man ihn gerade nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hör auf. So. Ich hab dich geowned. Und da geht's irgendwo hin. Lalalala. Ah. Alter, geil. Das finde ich eine geile Aussicht. Und dieser Ofen. Mit diesen gleißenden Wolle daneben. Wo geht's hier wieder raus? Hier geht's raus. Ich will noch warten, bis das abfackelt. Das interessiert mich. Nein, natürlich nicht. Sowas machen wir nicht. So, aber wo ist jetzt der Weg gleich nochmal, den wir zuletzt nehmen sollten? Da müssen wir jetzt schließlich auch noch hin. Din, 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 din. Schauen wir doch mal. Dieser Weg zuletzt. Also gehen wir diesen Weg jetzt und da tut sich schon wieder ein enormer Berg auf. Mit einem kleinen Eingangsbereich. Das lasst. Sowas habe ich immer Angst. Da könnte ja auch ein TNT-Block drunter sein. Oder einfach mal eine 40 Quadratkilometer Farm, ja, weil das ja Quadratkilometer sind und auch nicht tief nach unten geht. Den Weg nach unten zuletzt gehen. Jawohl. Jawohl, mein Meister. Ah, und hier hast du Pilze. Hier hast du noch mehr Pilze. Und ich vermute mal, weil du das Sackgesicht hast, so eine geile Aussicht.
Ja, du hast hier wirklich ein schönes Plätzchen ausgesucht, muss ich. Lol. Ah. Aber sonst kann ich ihn. Doch, sonst kann ich ihn auch drauf platzieren. Kann ich ihn. Nee, nicht schwebend. Okay. So. Der Weg führt zum geilsten Haus, das ich je gebaut habe. Was? Das ist doch ohnehin schon saugeil. Soll ich jetzt zuerst hier lang gehen oder zuerst hier lang? Okay, wir gehen mal zuerst hier lang. Und dieser Lichtbug, das sollte eigentlich schon langsam mal wieder weggehen. Ich drehe mich mal, weil das sieht nicht so geil aus. F, 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 F. Ich mach mal kurz nochmal Pause und bis. So, jetzt ist es soweit, richtig. Kaum 2 Sekunden danach hört es nämlich wieder richtig auf. Ist mir aber leider runtergefallen. Oha. Es ist hier runtergefallen. Also. Jo. Dann werde ich es mal schnell wieder hochtragen, oder? Und zuerst muss ich mal noch kurz schlafen gehen. Und ich hoffe, ich falle jetzt nicht gleich runter, weil mich das Bett irgendwie nach hinten rausquillt. Boah, war knapp. Und jetzt kommt das Licht wieder. Und jetzt können wir nochmal das Haus sehen. Ey, das hast du echt geil gemacht. Das sieht gut aus. Das Bild hängt noch. Hauptsache, das ist die wichtigste, das ist wichtigste. Master Chief hat seine Eier verloren. Oh mein Gott. Scheiße. Naja, also so schlimm finde ich das nicht. Also kann man doch ruhig nur eins hin hier. Da bekommst einen Kaktus. Du bekommst einen Diamant. Dann lohnt sich schon wieder hierher zu gehen. Aber coole Idee. Tut dem nicht gefallen. Okay, so, wie kommen wir jetzt wieder hoch? Gibt es da einen verborgenen Weg, den ich jetzt wieder gehen muss? Ja, das war mit Sicherheit auch so ein verborgener Weg, den ich aber nicht gehen sollte. Hier gibt es nichts von Kies, also versuchen wir uns einfach mal mit unserem Cobblestone hochzubauen. Oder geht's hier irgendwo hoch? Nein. Das heißt, wir bauen uns hier einfach mal hoch. Ja. Okay. Nice gemacht. Gefällt mir. Würde ich sofort nachbauen, wenn du nicht der, wenn ich es nicht schon jetzt von dir kenne würde. Und der Weg ist ein bisschen arg steil. Also Behinderte brauchen da nicht mehr hochgehen. Und was war das? Ah, da ist die Front vom anderen Haus. So, wo befinden wir uns denn aktuell auf der Map? Sieht ziemlich danach aus, wo er die Map gebaut hat. Die Map hat er wohl gebaut. Da unten irgendwo. In dieser Richtung. Aber jetzt müssen wir uns erst noch dieses Haus hier anschauen. Auf dem wieder das Hodenkrebs-Kreml-Logo ist. Und hier hat er mal ein bisschen mit Zombies gespielt, so wie es aussieht. Weißt du was, ich gebe dir deine 4 Diamanten hier rein. Und Wolle. Öfen. Du hast echt so viel Kohle, mein Freund. Nicht so wie ich, also ich habe ja fast gar nichts. Das sieht cool aus. Master Chief geht jetzt AFK. Ja. Okay. Gibt's sonst noch irgendwas, das wir uns anschauen müssen? Aber ich glaube nicht. Und das war jetzt auch schon einiges. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Hat Spaß gemacht. Und ja, ihr werdet es. Ach, oh, tschüss. Jetzt hätte ich wieder fast das Wichtigste vergessen wahrscheinlich. Naja. Ich habe nichts gesagt.